Herzlich willkommen aus dem Modern Dog Blog Studio. Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei uns im Modern Dog Blog, heute mit einem extrem traurigen Thema. Früher oder später müssen wir Tierbesitzer uns mit diesem Thema leider befassen, und zwar das ist der Abschied von unseren Liebsten. Warum auch immer unsere Liebsten von uns gehen, sei es durch Altersschwäche, durch Krankheit oder durch einen Unfall, wir müssen uns mit dem Thema befassen. Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um in Würde Abschied von unserem Vierbeiner oder von unserem Haustier zu nehmen. Über die Jahre werden unsere Haustiere zu Freunden, zu Familienmitgliedern oder teilweise zu den einzigen Bezugspersonen, die wir haben. Deswegen ist es ganz wichtig, hier auch Trauerarbeit zu leisten und unsere Vierbeiner in Würde gehen zu lassen. Hierfür haben wir uns hier jetzt im Krematorium München mit dem Herrn Duckstein verabredet. Er wird uns zeigen, wie er Trauernde begleitet und was für Möglichkeiten es gibt, um die Vierbeiner nach dem Tod in unseren Herzen weiterleben zu lassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rein zum Herrn Duckstein und lassen uns das mal erklären. So, hallo, wir sind jetzt hier im Tierkrematorium. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Herr Duckstein. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um uns ein bisschen was über das Krematorium zu erzählen und den Ablauf, wenn einer unserer Liebsten von uns geht. Ja, gerne. Also es ist also so, dass wir hier an dieser Stelle schon seit 1971 ein Tierkrematorium betreiben. Der Tierschutzverein München hat das seinerzeit gegründet. Ich bin Mitarbeiter hier seit 1997 und da wurde es umfirmiert in die Tiertrauer München GmbH. Mhm. Wir äschern also verstorbene Haustiere ein, ja, von Privatleuten und die verstorbenen Haustiere des Tierschutzvereins. Das ist unsere Aufgabe. Wir dürfen einäschern bis zu dem größten Hund. Heißt, es gibt ja mittlerweile Hunde, die sind 100 Kilo schwer. Also die dürfen wir einäschern. Unsere Anlage, wenn ich das mal so technisch ausdrücken darf, hat eine Kapazität von 100 Kilo. Okay. Ja, diese Tiere. Es ist also so, dass der Tierbesitzer zu uns kommt und er dann von meinen Kollegen hier beraten wird. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Wir unterscheiden zwischen einer Sammel- bzw. Einzelanäschung. Bei der Einzelanäschung ist es also so, dass das verstorbene Tier alleine dem Ofen zugeführt wird. Und bei dieser Einäschungsart hat der Tierbesitzer die Möglichkeit, die Asche zurückzuerhalten. Bei der Sammeleinäschung ist es also so, dass mehrere Tiere dem Ofen zugeführt werden. Es findet da eine Vermischung der Asche statt und da ist es also nicht möglich, dass der Tierbesitzer die Asche zurückerhalten kann, sondern hier auf dem Gelände des Tierschutzvereins befinden sich Sammelgräber und die Asche dieser Tiere wird in diese Gräber verbracht, wobei der Tierbesitzer auch da die Möglichkeit hat, diese Gräber zu besuchen. Um also weiter mit seinem Tier in Verbindung zu bleiben. Ja, richtig. Bei der Einzeleinäscherung, was für Möglichkeiten gibt es da jetzt? Beziehungsweise wie führen Sie die Leute auch an das Thema heran? Ich meine, viele sind ja da im ersten Moment, denke ich, erstmal geschockt. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Sagen dann, ich möchte mein Tier auf jeden Fall wieder mit nach Hause nehmen. Ich möchte es bei mir behalten. Bei der Einzeleinäscherung, wir sehen es hier im Hintergrund, gibt es ganz viele verschiedene Urnen. Wie ist da die Beratung? Also ich komme hier rein und sage, ja, mein Hund ist gestorben, ich möchte ihn hierher bringen, ich möchte ihn einzeln einäschern lassen. Und was sind dann die nächsten Schritte von also Ihrem Haus? Die nächsten Schritte sind die, dass, das machen dann meine Kollegen, die werden also den Tierbesitzer so weit beraten, dass wenn er sich für eine Einzelanäschung entschieden hat, besteht darüber hinaus bei der Einzelanäschung noch zusätzlich die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren, um nochmal zusätzlich Abschied von deinem Tier zu nehmen. Wir haben hier bei uns diesen Raum der Stille hier und dort könnte der Tierbesitzer dann nochmal Abschied nehmen und wir haben auf die Zuführung des Ofens eine Kamera gerichtet, heißt, er könnte auch den Beginn der Einäschung über einen Monitor verfolgen. Das wird ungefähr 4 bis 5 Mal täglich in Anspruch genommen. Okay, da haben Sie vielleicht eine Vorstellung, wie gefragt das auch ist und wie wichtig es dem Tierbesitzer ist, ein Tier bis zum letzten Schritt zu begleiten. Ja?
Dann haben wir, wie Sie gesehen haben, hier natürlich eine große Auswahl an Urnen. Wir haben auch einen Künstler hier, der diese Urnen auch graviert. Dann haben wir eine Dame, die Airbrush macht, auch nach Vorlage eines Bildes. Es gibt ja heutzutage sogar Diamanten, die aus der Asche gepresst werden. Auch das sind alles Sachen, die möglich sind. Hier zum Beispiel an der Wand haben wir einen Pfotenabdruck. Das heißt, das wird auch sehr häufig gefragt, dass eben von dem verstorbenen Tier noch ein eine letzte Erinnerung hat. Ja? Das sind dann so die Möglichkeiten, die geboten werden. Okay. Ich sehe schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wirklich sein Tier bis zum Schluss zu begleiten bei Ihnen im Haus. Wollen wir uns vielleicht jetzt gerade mal diesen Raum der Stille anschauen? Ja. Weil ich finde das eine ganz tolle Idee hier vom Krematorium, einfach, dass man ja wie bei einem verstorbenen Mensch nochmal Abschied nehmen kann und hier nochmal letzte Worte sagen kann und in Ruhe und in Stille, wie es der Raum auch sagt, sich von seinem Liebling verabschieden kann. Schauen wir uns jetzt gleich an. Wir sehen uns gleich wieder. Herr Duckstein, das ist jetzt aber nicht der Sarg, in dem das Haustier dann eingeäschert wird, oder? Nein, nein. Es ist also so, dass die Tiere bei uns natürlich gekühlt sind und dann in einem Sarg aus Karton hier rübergefahren werden, dann hier reingebracht werden. Das ist nur ein etwas schönerer Rahmen und dann in diesem Kartonsarg eingeäschert werden. Okay. Die Leute haben ja, wie schon angesprochen, die Möglichkeit, die Einäscherung, den Anfang der Einäscherung hier zu sehen. Dürfen wir uns so eine Einäscherung anschauen, beziehungsweise den Ofen mal anschauen? Das ist kein Problem. Ja. Da können wir gleich mal rüberschauen. Das ist kein Problem. Das können wir gerne machen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder bei der letzten Station unserer Lieblinge. So, Herr Duckstein, wir sind jetzt hier in der Brennkammer. Hinter uns befindet sich der Ofen. Hier ist quasi die letzte Stätte unserer Lieblinge. Wie lange dauert es ungefähr, bis ein Hund kremiert wird? Also es ist also so, wir äschern ja hier ein von Wellensittich, sage ich mal, bis größten Hund. Heißt, es gibt auch Hunde, die wiegen 100 Kilo. Wenn ein Wellensittich eingeäschert wird, dauert das 5 Minuten. Eine normale Größe eines Hundes von 30 Kilo dauert so um die 50 Minuten. Und ein schwerer, großer Hund kann auch schon mal 90 Minuten in Anspruch nehmen. Okay. Also Sie sehen, ich würde auch sagen, wir gehen jetzt hier auch gleich wieder raus. Es ist wahnsinnig laut und auch wirklich nicht der schönste Ort, um sich weiter zu unterhalten. Herr Duckstein, ich würde mich gerne noch bei Ihnen bedanken, wenn wir das kurz vor der Tür machen können. Ja, gerne. Vielen lieben Dank. So, Herr Duckstein, wir sind jetzt wieder draußen. Sehr eindrucksvolle Bilder bis dato. Was können Sie uns noch ein bisschen zu Ihrem Krematorium sagen? Weil Sie sind ja, glaube ich, 365 Tage im Jahr erreichbar und jederzeit für die Tierhalter ein Ansprechpartner. Ja, so ist es. Also wie Sie schon gerade sagten, wir sind also über eine Mobilfunknummer außerhalb unserer Öffnungszeiten auch zu erreichen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für den Tierbesitzer, sich zu entscheiden, ob er sein Tier selbst zu uns bringt. Wenn er die Kraft nicht findet, haben wir auch einen eigenen Abholdienst, der eben das verstorbene Tier vom privat abholt, oder wenn der Tierbesitzer sagt, es ist beim Tierarzt, dann holen wir es auch vom Tierarzt ab. Also diese Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und Sie sind auch, denke ich, ständig während dieser Begleitzeit mit den jeweiligen Besitzern in Kontakt, um sie eben zu begleiten, soweit es möglich ist. Das ist richtig. Wir haben ja hier in unseren Büroräumen mehrere Mitarbeiterinnen, die da, wenn zusätzlich irgendwelche zusätzlichen Fragen auftreten, jederzeit zur Verfügung stehen für den Tierbesitzer. Zusätzliche Fragen ist quasi schon wieder ein Stichwort. Wenn ihr noch Fragen habt an das Tierkrematorium in München, wenn ihr kurz vor der Entscheidung steht oder wenn einfach dieser Punkt gekommen ist, wo man sich Gedanken drüber machen muss, was passiert jetzt mit meinem Begleiter. Das Tierkrematorium in München hat wahnsinnig flexible Öffnungszeiten, ist immer erreichbar. Ihr könnt gern Fragen stellen, meldet euch beim Herrn Duckstein oder bei seinem Personal. Die helfen euch wirklich weiter, wenn es spitz auf Knopf steht und auch kurzfristig Entscheidungen getroffen werden müssen. Bitte denkt dran, wir wollen euch mit dem Thema auf gar keinen Fall schocken. Aber irgendwann ist es soweit und es ist wirklich sinnvoll, sich frühzeitig und rechtzeitig damit auseinanderzusetzen, dass der Schock,
dann, wenn es soweit ist, nicht ganz so groß ist, sondern man einfach weiß, was es für Möglichkeiten gibt. Herr Duckstein, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir werden uns jetzt noch die Sammelgräber ansehen, die ja von Ihrem Haus auch bereitgestellt werden, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und ja, wir sehen uns gleich bei den Sammelgräbern, jetzt heute dann zum letzten Mal. Dankeschön. Hallo, wir sind hier jetzt auf unserer letzten Station des Tierkrematoriums in München. Das Tierkrematorium bietet ja auch eine Sammelgrabstätte für unsere Vierbeiner an. Hier werden die Tiere, die zusammen eingeäschert worden sind, in die Grabstätten beigesetzt. Die Tierbesitzer bekommen dann die Info, in welcher Grabstätte ihr treuer Begleiter liegt. Und hier können sie dann immer wieder zu ihrem Freund, zu ihrem liebsten Familienmitglied zurückkehren und an diesem Ort der Stille wirklich nochmal eine Verbindung zu ihm aufnehmen oder immer wieder aufnehmen. Ich finde es eine ganz tolle Sache vom Krematorium, dass sie das anbieten. Es ist eine günstigere Variante zur Einzeleinäscherung, die sich ja nicht jeder leisten kann. Und die Gräber werden ganz schön von den einzelnen Besitzern gepflegt. Aber auch das Krematorium selber guckt, dass hier die Gräber in Ordnung bleiben und dass mit den Gräbern alles in Ordnung ist. Sollte man jetzt, wie vorher schon angesprochen, die Möglichkeit haben, sein Tier einer Einzeleinäscherung zu unterziehen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Tier auf Friedhöfen zu beerdigen. Hierfür werden wir im nächsten Blog einen Friedhof besuchen und euch hier auch mal zeigen, wie diese Friedhöfe aufgebaut sind und was es da für Möglichkeiten gibt, um seinen Vierbeiner die letzte Ruhe zu geben. Ich bedanke mich für heute bei euch und wünsche euch, falls es bei euch soweit ist, ganz viel Kraft und einen guten Begleiter auf diesem Weg. Danke fürs Zuschauen.